Hey Leute, hier euer Toso. Nur eine kurze Info, die Videos 4, 5 und 6 behandeln eigentlich nur die Hintergrundinformationen dieses Spiels. Wir unterhalten uns da mit den ganzen Leuten im Center und hören uns da auch an, was es da zu sagen gibt, untersuchen das Gebäude und es gibt nicht viel Action. Also wer auf Action steht, sollte bei Video 7 wieder einsteigen. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann gleich jetzt wieder. Okidoki, bis gleich oder bei Video 7. Euer Toso. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Angezocktes Ex und wir waren da gerade in der Aula und machen da gleich einmal weiter allein, um uns da einmal zurechtzufinden. Wir haben da gerade mit Empfangsdame gesprochen und ja, einiges über die Orte, die wir besuchen können, erfahren und... Danke. Dazu bin ich doch da. Sonst noch was, Sir? Wir haben das alles. Auf Wiedersehen, gell? Das ist noch... Danke, haben wir gesagt. Und ich finde mich schon zurecht. Cool. Wenn Sie meinen... Schön. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Ist ja eine ganz eine nette. Ja. Wir werden dann nur kurz einmal herumschauen, ob es irgendwas Interessantes gibt. Der David Serif, das ist Gelf und das können wir benutzen. Sollte ein normales Leben wegen eines Unfalls oder einen Traum wegen einer körperlichen Einschränkung aufgeben müssen. Das ist die Überzeugung. Okay, David Serif und seine Philosophie und das heißt jetzt Humanaugmentierung. Wir werden da gleich Serif Industries, das auch gleich einmal. Serif Industries ist stolz darauf, seine Unternehmenszentrale hier im Herzen von Detroit. Also Detroit sind wir. Aha. Indem wir ihnen ermöglichen, ihr volles Potenzial zu entwickeln. Mit derzeit über 1500 Mitarbeitern streben wir nach Innovation und stehen gleichzeitig. Denzel Mitchell, Sie haben einen Anruf auf Leitung 1. Denzel, Leitung 1. Außerdem präsentieren wir voller Stolz. Okay, also Humanaugmentierungen und Kortikalimplantate, pipapo. Da haben wir noch einen jungen, einen Mitarbeiter, mit dem wir einfach reden, ja? Sind Sie Mr. Jensen? Ich habe gehört, Sie würden zurückkommen. Ich bin einer der Neuen. Ihr Ersatzmann, sozusagen. Ja, du bist ein halbes Hemd. Ein Ersatzmann für mich, haha. Ich habe gehört, in der Fertigungsanlage gibt's ein Problem. Ist nichts Ernstes, oder? Ich meine, passiert sowas hier öfter? Ich habe gehört, in der Fertigungsanlage gibt's ein Problem. Okay. Ist nichts Ernstes, oder? Frank sagt, er wartet noch immer auf Sie, Adam. Sie haben keine Zeit für Spielchen. Gehen Sie zum Tech-Labor, sonst gibt es eine Katastrophe. Ja, wir haben ja Zeit. Gut, Neuropozyne. Okay, das hören wir jetzt auch noch an. Komm. In den Anfangstagen der Humanoptimierungstechnologie stießen die Wissenschaftler.
Industries konnte dieses Problem schließlich mit dem Wundermittel Mikapine, das Licht an ihrem, das heute exklusiv Kapine, das Licht an ihrem Wagen brennt. Aha. Okay, also dieses Mittel macht süchtig, lässt aber die Implantate vom Körper nicht abstoßen. Cool. Wir haben dann noch drei andere. Wir suchen dann noch jemanden zum Quatschen. Das kann kein Zufall sein. So. Oh, wir wissen doch, Mr. Jensen, Sie sehen gut aus. Hallo, sind Sie wegen des Einbruchs hier? Ich bin sicher, Athena und Mr. Seraph wissen, was los ist. Oh, wir wissen doch, Mr. Seraph ist vermutlich schon unterwegs zur Fabrik, aber Athena müsste oben in Seraphs Büro sein. Ich würde ihr mehr glauben als den Nachrichten. Oh, wir wissen okay. doch noch gar nichts, was wir nachdenken. Du noch schnell? Jensen? Hi. Meine Güte, ich hätte Sie nicht so schnell zurückerwartet. Sind Sie wegen des Einbruchs hier? Ja, ja. Der zweite in 6 Monaten und diesmal in der Fertigungsanlage. Das kann kein Zufall sein. Wir wissen doch noch gar nichts. Okay. Wir haben dann noch... Limp. Das hören wir uns auch noch an. Limp. Liberty in Mind and Body International bietet weltweit... ein internationales Netzwerk kostengünstiger medizinisch-mechanischer Kliniken, die sich ausschließlich um augmentierte Menschen kümmern. Heute hat LIMP 150 Aufrufe. Andrea van Wesel, bitte melden Sie sich in der Personalabteilung. Aufgrund seiner unermüdlichen Bemühungen konnten bereits Zehntausende von Leben gerettet oder verbessert werden. Nicht zuletzt. Okay, Liberty in Mind and Body International. Cool. Haben wir da hier noch jemanden? Da fährt wohl schwere Geschütze auf. Ist das unser Hansi? Ja, unser Ersatzmann. Gut, da stehen noch ein paar rum. Was haben wir da? Ist es nicht ein bisschen früh, ihn wieder an die Front zu schicken? Er soll wieder völlig hergestellt sein. Ein Körper hat die Augmentierung erstaunlich gut angenommen. Aber sein Kopf, keine Ahnung. Und wir wissen alle, was passiert ist, als er noch beim SWAT war. Das Massaker in Mexican Town war nicht seine Schuld. Warum haben die ihn dann rausgeworfen? Ich sage nur, er ist ein zu großes Risiko. Die reden über mich und ich stehe davor, gell? Jensen! Ah, hab sie gar nicht kommen gehört. Sie müssten längst am Helipad sein, finden Sie nicht? Ja, klar. Informieren, konfrontieren, wir sind da auf Konfrontationskurs. Wieso sagen Sie mir Ihre Befürchtungen nicht ins Gesicht, Peterson? Hey, hören Sie, das war nicht so gemeint. Ich bin wegen der Sache in Milwaukee Junction nur angespannt. Das sind alle hier. Und Sie denken, den Leuten geht es besser, wenn Sie ihnen sagen, Ihr Sicherheitschef wäre ein Sicherheitsrisiko? Nein, nein, das habe ich... Hören Sie, Jensen... Wir wissen alle, was Ihnen vor 6 Monaten passiert ist. Normale Menschen erholen sich nicht so schnell von einer Augmentierungs-OP. Dann bin ich wohl nicht normal. Offenbar nicht. Dann hätten wir das ja geklärt. Oh, für die Akten. Ich wurde nicht gefeuert, ich habe gekündigt. In den Akten steht etwas anderes. Die Akten lügen. Okay. Sie haben Ihre Meinung gesagt und ich hab's verstanden, okay? Ja, ich hau dir gleich ein. Der Helipad ist draußen, hinter der Cafeteria. Okay. Ich schätze, Mr. Seraph erwartet Sie schon. Ja, der wartet und wir müssen jetzt erst woanders hin. Willkommen zurück, Mr. Jensen. Der neue Look steht Ihnen. Brauchst du keine... Viel Glück heute Nacht. Ja. Viel Glück heute Nacht. Okay. Wir haben da noch 2 Informationstürme. Die hauen wir uns da auch noch gleich rein in dem Video. Dann haben wir das einmal... zu behaupten, dass Hugh Darrow die Welt, wie wir sie kennen, verändert. Für sie wurde ein Paket hinterlegt. Und ermutigte ihn im Jahr 2007,
Arrows Weitblick und Pioniergeist. Dr. Sandusky, bitte melden Sie sich in Testlabor 1C. Okay, also er ist der Mentor von unserem Gründer und vertreibt das ganze Zeugs. Das machen wir doch. Die Zukunft wird bei Serif Industries voller Aufregung erwartet. Wir glauben... Ja, das denke ich mir, da ist viel Geld drin und der Junge, der verfolgt uns, ja. Wir haben jetzt die Infos alle, die wir brauchen und Augmentierung, Leute. Ja? Guter Wortwitz, Augmentierung. Okay, wir müssen da jetzt rauf und unser Augenimplantat schnell updaten, weil da haut was nicht hin. Ihr Aber seht, wie das flackert. Warum lässt David das SWAT-Team nicht einfach reingehen? Hat er das letzte Attentat schon vergessen? Ja. Die kann man nicht vergleichen. Die befragen wir dann beim nächsten Video. Okay, bevor wir... Adam, während Sie in den Büros waren, hat sich die Lage verschlimmert. Wir treffen uns im Hubschrauber. Alles Weitere dort. Ja, ja, David. Wir werden da schon rechtzeitig hinkommen. Okay, Leute, wir machen hier einen kurzen Schnitt und sehen uns gleich wieder. Hoffe ich so und wünsche euch dabei noch einen schönen Abend. Euer Toso. Bis gleich. Ciao.